Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit dem Review zu One Piece Kapitel 950 mit dem Titel Ein Soldatentraum. Wir sehen auf der Coverpage Chiffon, welche endlich ihre Schwester Lola sucht. Das Problem an der Sache, Lola wird sicherlich noch auf der Grand Line rumhängen und nicht in der neuen Welt angekommen sein. Also wird es für Chiffon und Lola noch eine weite Reise, bis sie sich wiedersehen. Die Szene wechselt nach Udon, wo Ruffy und Kid eine Unterhaltung führen. Kid fragt, ob Ruffy tatsächlich nochmal gegen Kaido antreten möchte. Und dieser erwidert niedergeschlagen, aber lächelnd, ja na klar, möchtest du nicht mitmachen? Doch Kid lehnt ab, mit der Begründung, Ruffy habe doch gesehen, was Kaido mit seinem Partner angestellt hat. Doch was wird Kid nun tun? Wird er von Wano Kuni flüchten aus Angst? Nein, das passt nicht zu einem Kid. Aber vielleicht hat es mal so eine Niederlage gebraucht, um Kid mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Denn er wirkt ja doch eher manchmal sehr eingebildet. Kid möchte in Zukunft keine Allianzen mehr eingehen. Immerhin scheiterte ja auch seine Allianz mit Apu und Hawkins, welche letzten Endes zum Gegner übergelaufen sind. Doch im nächsten Panel zerschlägt sich schon der Gedanke, dass Kid vielleicht Angst haben könnte. Denn er nimmt Killer mit und möchte nun seine Kameraden befreien und dies führt letztendlich zu einer Konfrontation mit Kaido. Doch ob sich Kid das gut überlegt hat, ist die Frage, denn er müsste ja eigentlich wissen, dass er nicht wirklich eine Chance gegen ihn hat. Aber natürlich werden am Ende der Story dann die Retter in Form von Ruffy und seiner Allianz kommen. Währenddessen in der Udon-Gefangenenmine. Dort entdecken die Gefangenen, dass Ruffy ein Pirat ist, genau wie Kaido. Und stellen sich die Frage, ob sie Ruffy denn vertrauen sollen. Diese Gefangenen in Wano wechseln ihre Meinung wie andere ihre Unterhosen, habe ich langsam das Gefühl. Natürlich kann ich verstehen, dass sie etwas gegen Piraten haben. Immerhin hat einer ihr ganzes Land eingenommen, viele Menschen getötet und sie letzten Endes eingesperrt. Aber so langsam sollten sie doch checken, dass nicht alle Piraten gleich sind, oder? Raizo, Kawamatsu und Otoko versuchen die Meute zu beruhigen, dass man Ruffy schon ruhig trauen kann, aber so ganz scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Die Gefangenen scheinen nun sogar an den neuen roten Schwertscheiden zu zweifeln, da sie sich äußerlich nicht verändert haben. Die denken wohl, dass man bei der Zeitreise auch genauso altert, wie wenn man die Zeit so erlebt. Holy shit. Dann bekommen wir endlich auch wieder Otama und Momonosuke zu Gesicht. Neben ihnen liegt Ruffy, der wirklich nicht gut aussieht. Diese Pest hat ihm wohl doch deutlich zugesetzt. Also war es vermutlich nicht eine Art Gift wie bei Magellan, denn dieses hätte er sicher besser ausgehalten, da er dort schon wie, ja, eine gewisse Art von Immunität entwickelt hat. Wie man damals gesehen hatte im Big Mom Arc, wo Ruffy einen giftigen Fisch aß und nicht sofort starb daran, wie Raiju damals wohl meinte, da dieser wohl hochgradig giftig gewesen sein soll. Chopper währenddessen meckert Ruffy einfach nur an, dass er nicht solche Dummheiten machen solle. Und was ich hier an dem Panel interessant finde, ist, dass ein Satz von Chopper fettgeschrieben ist und dort sagt er: Wann wirst du endlich lernen, dass deine Aktionen Konsequenzen haben? Entschuldige dich bei mir! Wieso ist gerade dieser Satz in Fettschrift geschrieben? Könnte dieser Satz ein kleines Foreshadowing seitens Oda sein? Dass möglicherweise eine Aktion Ruffys dazu führt, dass etwas Schreckliches in Wano Kuni passiert? Momonosuke hat fetten Respekt für Ruffy übrig, während Ruffy Momo einfach nur disst. Momonosuke rennt also nach draußen, dort wird er von all den gefangenen Samurai gesehen, welche sofort zu Knie fallen und das Heulen anfangen und sich direkt vor Momonosuke verbeugen. Nun, jetzt sind sie wohl doch wieder auf Ruffys Seite. Ich hasse diese Typen, entscheidet euch mal endlich. Momonosuke wird sich nun bewusst, welche Last er auf den Schultern trägt und in welche Fußstapfen er getreten ist. Denn die Samurai haben so viel Respekt für Oden, dass sie sofort ihre Meinung ändern. Durch Momonosuke wurde wohl auch irgendeine Angst genommen bei Kawamatsu, welcher sich nun irgendwohin aufmachen will und Leute treffen will, möglicherweise weitere Verbündete, mit denen er wohl keinen guten Abschied hatte. Schauen wir nun mal, was in Kuri passiert. Shutenmaru hat Kinemon und Inuarashi zu einem bestimmten Platz gebracht und erklärt ihnen, dass es für die Zurückgebliebenen schwierig war, 20 Jahre lang an eine Legende zu glauben. Und nach 10 Jahren haben sie es einfach nicht mehr ausgehalten und griffen Onigashima an.
und wir sehen einen Friedhof mit unglaublich vielen Gräbern. Die Gräber der Verstorbenen des Onigashima-Angriffs. Es gibt einen kleinen Flashback, in dem wir sehen, dass die Samurai es leid waren zu warten. Shutenmaru sich aber einsetzte, dass man doch warten solle auf Kinemon und Co. Doch Kaidos Bande zerstörte die Lebensräume der Samurai. Sie hatten keine Nahrung, kein Dach über dem Kopf und kein Leben. Doch die stolzen Samurai wollten zumindest mit ihren Schwertern in der Hand sterben, als wahre, ehrenvolle Samurai. Einer erzählte, dass sie ein Wort hatten, das sie immer gerufen haben, um ihren Mut zu testen. Ein Mensch kriegt nun mal Angst, wenn sein Leben in Gefahr ist. Doch durch diesen Schrei leerten sie ihre Gedanken und sprangen in den Kampf. Und dieser Ruf war Snitch! Die Kanji des Wortes bedeuten so viel wie Werf weg deinen Namen und deine Gedanken. Derselbe Ausdruck, den Momonosuke von Zoro während des Schwertkampftrainings lernte. Hier steht nun die Frage im Raum, woher kannte Zoro diesen Ausdruck, den es wohl scheinbar nur in Wano Kuni gibt? Ich bezweifle sehr stark, dass er selbst damals in Wano Kuni war und diesen Ausdruck immer mitgerufen hatte. Denn das würde bedeuten, dass Zoro wirklich in Wano lebte und von dort irgendwann in den East Blue verschwand. Theoretisch wäre das natürlich möglich. Wir wissen ja, dass ein Schiff vor Jahrzehnten Wano Kuni verließ und auf einer Insel im East Blue anhielt. Könnte schon möglich sein, dass Zoro damals auf diesem Schiff war. Wir wissen ja nicht, wie Zoros Leben aussah, als dieser noch kleiner war als zu dem Zeitpunkt, als er zum Dojo ging. Doch wieso sollte er das verheimlichen? Hatten seine Eltern ihm gesagt, er dürfe niemals erzählen, dass er ein Samurai ist und aus Wano Kuni kommt, um ihn zu schützen? Halte ich eher für unwahrscheinlich. Vielleicht hat er aber irgendwie sein Gedächtnis verloren. Aber auch das würde ich irgendwie seltsam finden. Aber es gibt noch eine Erklärung. Es könnte ja sein, dass Koshiro Zoro diesen Spruch beibrachte. Immerhin ist er ein Schwertkämpfer. Er beherrscht Schneiden ohne zu spalten wie die Samurai aus Wano Kuni. Er war Zoros Meister und hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Silhouette von Denjiro, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Was, wenn Koshiro aus Wano flüchtete in den East Blue? Entweder aus Angst oder weil seine Tochter schon geboren war und er nicht wollte, dass sie ohne Vater aufwuchs. Oder aber er kämpfte mit auf dem Angriff auf Onigashima, überlebte und floh. Würde auch ein wenig erklären, warum Zoros Heimatdorf Shimotsuki wie Ryuma oder Tonoyasu heißt. Vielleicht ist Koshiro Denjiro der letzte der neun roten Schwertscheiden. Doch da er nicht auf Wano Kuni ist, nimmt Zoro seinen Platz ein als einer der neun Schwertscheiden und der Schüler eines der neun Schwertscheiden. Auf jeden Fall schaut Shutenmaru nur zu, wie die Samurai in ihren Tod fahren. Shutenmaru fragt sich natürlich, warum musste man 20 Jahre warten? Und Inuyarashi erklärt richtig, nur Toki kann wissen, wieso es so ist. Naja, genauso schnell wie die anderen Samurai entscheidet sich auch Shutenmaru nun dazu, sich Kinemon und Co. anzuschließen. Und sie wollen gemeinsam in genau 8 Tagen in der Nacht des Feuerfestivals Onigashima angreifen. Und er fragt seine Bande, wer die Eier hat, Kaido und Shoguns Regierung zu stürzen, der kommt mit. Und alle kommen sie mit. Shutenmaru sagt zu Kinemon, dass sie kein Stück gealtert sind, aber alle, die in Wano Kuni waren, wären jetzt 20 Jahre stärker. Wie man auch 20 Jahre stärker sein kann. Nun geht die Szene rüber zum Wald rund um die Blumenhauptstadt, wo Zoro die gesamten Ninjas von Fukurukuchus Bande besiegt. Als er dann am Enma-Tempel ankommt, sehen wir, dass auch Hiyori dort ist. Zoro möchte Hiyori nicht sterben lassen, weil er nicht wisse, wie er es Momonosuke erklären solle. Und Hiyori macht sich Sorgen um Otoko, doch diese ist bei den Strohhüten, also ist sie eigentlich recht sicher. Immerhin sind da Franky, Lissop, Brook. Okay, sie sollte da besser weg. Zoro möchte sich sein Jusuis Schwert nun zurückholen vor dem finalen Kampf. Hiyori möchte ihn an die Banditenbrücke nach Ringo bringen, damit er dort sein Schwert zurückholen kann. Mit diesem möchte Zoro Orochi aus Rache für Tonoyasu töten. Doch Hiyori möchte Orochi mit ihren eigenen Händen umbringen.
In der Hauptstadt dann gibt es eine Unterhaltung zwischen X-Drake und Basil Hawkins. Hawkins sagt, dass X-Drake sich seltsam verhält. Was hat X-Drake wohl in seinem Kopf vor? Hawkins möchte nun alles herausfinden über die Allianz zwischen Law und Ruffy. Und dann sehen wir Law gefesselt und blutend am Boden sitzen. Aber mit einem sehr, sehr bösen Lächeln. Viele werden gleich denken, wow, Basil Hawkins ist fucking stärker als Law. Dies muss aber nicht der Fall sein. Durch Hawkins Teufelsfrucht konnte er sich die Leben der Crewmitglieder der Hartpiraten sichern. Somit hätte Law Hawkins zwar töten können, aber dann wäre einer seiner Leute gestorben. Deshalb ließ Law sich bestimmt absichtlich gefangen nehmen, damit seinen Crewmitgliedern einfach nichts passiert. Doch wieso lächelt Law so hämisch? Was hat er wohl wieder geplant? Das war's auf jeden Fall mit dem One Piece Kapitel 950. Dieses Kapitel fand ich seit längerem mal wieder ein richtig gutes Kapitel. Viele neue Hinweise, Theorien und Hintergrundgeschichten, so wie ich es mag. Wie hat euch denn das Kapitel gefallen? Und was denkt ihr, woher kennt Zoro den Ausdruck Snatch? Schreibt's doch mal in die Kommentare und lasst uns darüber diskutieren. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt einmal auf den Abo-Button und wenn euch das Video gefallen hat, dann haut den Like-Button. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Snatch!